Schade. Dann. Warte. Nee. Warte, warte. Haben die jetzt endlich mal was? I'm watching your every move. Der Konzern hat halt nur solche Sachen und der. Anyone for croquet? Ah yes, the bright young sapling. Der verkauft mir ein Schiff für 5000. Das ist doch ziemlich günstig. Naja, nicht wenn ich gerade 8000 hab. Wieso hast du nur 8000? Ich hab keine Ahnung. Also ich baue halt die ganze Zeit was. Aber das Lustige ist, beim Singleplayer hatte ich kurzzeitig auch nur noch paar hundert und dann schoss es konstant in die Höhe. Also ja, ich bin beim Singleplayer auch ein bisschen gedroppt mal, aber dann halt direkt eigentlich wieder ziemlich gut nach oben. Aber dann ging es halt wirklich ab dann eigentlich nur noch bergauf mit meinen Finanzen. Ja, genau, ja. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt bei 90.000. Also für mich wäre das Schiff gerade echt günstig. Und dir bietet er es nicht an? Nee. Okay. Bis jetzt noch nicht? Nee, du musst oben schauen, bei seiner Insel. Ach so. Bei Röschenhof ist das. I present my humble duty. Der Typ bietet mir eine Quest. Genau, das ist also die Quest ist quasi das Verkaufen von dem Frigate First Ding. Class. Ah, okay. Ach warte, ich verkaufe ein Schiff oder was und nee, er kauft das Schiff. Ich kriege ein Schiff von ihm. Genau, für 5000. Ist es nicht eher so, wenn ich die Quest für ihn erledige, kriege ich 6000 Geld? Achso, dann also hast du anscheinend ein ich anderes. Ich habe, glaube ich, eine andere Quest. Ja. Du magst mich, habe ich das Gefühl, ein bisschen weniger wegen irgendwas. So, sehr gut. So mag ich das. Yeah! Age of Fine Craftsmanship. You can rely on us. Ah, okay. Frigate commencing escort. Jetzt habe ich auch eine andere Quest bekommen von ihm. So. Ich habe aber gerade so eine komische Dingens, so eine Melodie, wo du dir so denkst, so werde ich gerade angegriffen oder so? Oder brennt's bei mir irgendwo? Keine Ahnung, aber ja, es ist halt nichts. Ich habe keine Meldung gekriegt. Okay. Then we are plum and bamboo together. Ready the ropes? So. Windows! Ich installiere hier mit Windows. How may I serve? Alter. Ach so, der verkauft allgemein Schiffe. Also jetzt kann ich quasi ein anderes kaufen für 21.000. Das ist halt so ein fettes. Das wäre jetzt nicht so günstig. Nee, nicht so günstig. Nee, das hier. Nee, da dann baue ich mir selbst lieber eins. You can rely on us. So, und jetzt? Ach so! Ich glaube, ich soll hier. Weil ich soll hier irgendwas für ihn aufsammeln.
Und ich glaube, das sind irgendwie. Sag mal, nimmst du das jetzt? Irgendwie mein Cursor will das nicht als. Jetzt hat. Ich glaube, das sind Schiffsbauteile, die ich ihm quasi bringen muss. Und dann kann ich wahrscheinlich das Schiff kaufen. Ah, okay. Dieser Target Ship, der Starter Das Komische ist, also ich habe gerade eine Quest von ihm, wo ich ein Schiff von ihm eskortieren muss. Also soweit so easy, habe ich schon öfters gemacht. Aber er zeigt nicht, kein Schiff an. Ja, weil du hast ihm gerade seins Ah, nee, abgekauft. nee, 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 nee. Oder? So. Jo, und Okay. jetzt hat er einen Clipper. Der bleibt noch da. Can I interest you in this recently polished app? So. Wieso? Discovery Expedition. Uncompromising journalism. You can rely on us. Da? Rationen. Coordinates plotted. Nee, das macht er nicht. Komisch. So, Expedition und go. Hä, aber dieses Schiff hat doch Kanonen, oder? Wieso? Jo. Wieso was? Ja, du hast ja gerade gesagt, so wieso das Schiff hat doch. Gasparov. Ja, ich habe mich gerade Advanced gewundert, dass Service Skills will tell you all you need to know. wie heißt es auf Deutsch? Naval Power, Ach so, quasi die, na, ja, wie heißt es auf Deutsch? Als, ja, Schlagkraft oder so, irgendwie so. Ja, genau, irgendwie so. Dass das bei dem Schiff, das Flaggschiff, das nicht hat, obwohl es ja eben Kanonen hat, aber Wayne. Ja, denn das ist quasi auch auf die, das meint auch die Armee, die oder die Besatzung, die drauf ist. ja, genau. So, Game save. hab ich hier irgendwas, was ich wegtun? Oh lol, hier. Wie süß. So, krieg ich da das Theater irgendwo rein? Also du bist hier vollkommen fehl am Platz, sorry, aber. Frigate First Class. They shall doubt my style. Gasparov-esque. Steady her course. Dann fahre ich halt nochmal hoch zu dem und schaue, ob ich jetzt das bekomme. So. So, Blueprint für Theater steht. Super. Warte mal kurz. So. Telefon. Ship constructed. Einmal kurz weiterreichen.
So. Ja, ich hasse diese Drecksstation. So. So, sorry. Was, und du hast gesagt, diese Town Hall ist die Town Hall ist es für Stadt. Genau. Blue Jacket. Die komische Piratenfrau, ey. Komm ran, Mädchen, wenn du meinst, du kannst mir. Nee, lieber nicht. Ich hab gerade kein Kriegsschiff da. Komm ran hier. Oder kein Kanonenboot oder so. So. Ja. Zum Ende der Welt. Und noch viel weiter. Hey lol, geht das jetzt? Oh! Oh! Oh, ups. Ich habe gerade versucht, eine Straße zu bauen, die einmal so richtig schön runter in den Abgrund geht. Du, cool. Du kannst dir denken, dass es sehr gut funktioniert hat. Also, so gut, ich kann quasi gar nicht beschreiben, wie gut es ging. Ja, doch, doch. So, ja, Zeitungsmensch, ich bin gleich bei dir. Swing Machines run out. Ich hatte nie welche, aber okay. So. Aber ich mach mich an die Arbeit, weil lieben Bürgerleins. So. Happy melodies spring from the lyre. Kann mal bitte schnell jemand Ziegel machen oder so? Geht das? Brauchst du welche? Nicht so dringend, dass ich welche handeln müsste. Okay. Muss halt jetzt kurz zwei Ziegel abwarten, damit ich damit ich ein Gebäude fertig bauen kann. Frigate commencing escort. So. Make sail. Steady her course. Coordinates plotted. Ah, das war das. Wow. Eigentlich braucht man ein Pier überhaupt nicht, oder? Ein Pier, das... Warte, ist das das, was, Das ist dieses Teil, was man halt an den Hafen irgendwie ranklatschen kann und dann hat man, mehr, kann man, mehr Schiffe gleichzeitig, laden. Ach so. Ja, das ist nur wichtig, wenn du dann später wirklich, Ja, wenn du so viele Handelsrouten halt hast, dass die nicht gleichzeitig, Genau, ja. Platz haben.
you can rely on us. So. Wo sollst du hinliefern? Genau. Brav. Hard evidence of your getting off lightly. New orders, Admiral. Coordinates plotted. Keep her constant. Ship under attack. Alter, jetzt muss ich so ein fettes Schiff zerstören, warte mal. You can rely on us. So ein Dreidecker. So ein Drei was? Ja, halt der mit nee, zwei Kanonen-Dinger. Dieses Teil musst du bauen. Nee, das muss ich zerstören. Ich würde dir helfen, aber mein Schiff ist gerade auf einer Expedition. Ich könnte natürlich Kanonenboote oder so bauen, die dir helfen, aber... Ja, ich baue jetzt selbst noch eins schnell. Oh, oder eine Fregatte. Das dauert aber ein bisschen länger. Egal, ich stehe auf Fregatten. You can rely on us. Auch wenn ich festgestellt habe, dass die Kanonenboote teilweise sogar praktischer sind, gerade zum Zerstören von diesen Schiffen, weil sie halt hinterherfahren und nach vorne schießen können. Genau, ja. Sind halt Jagdschiffe. Und das ist ein großer Vorteil gegen die KI, weil die das ganz oft nicht checkt. Okay. Die fahren halt dann einfach weiter. Und dein Kanonenboot fährt die ganze Zeit straight hinter denen, weil da können die nicht hinschießen. Und ballert halt dann die ganze Zeit hinten ins Schiffsheck rein. A frigate can take a few hits. So. Okay, ich muss hier ganz dringend aufstocken. Thoughts of home draw me away. Noch nicht doch. Some people fish, others disturb the water. A frigate can take a few hits. Stations. An empire covers both land and sea. Game save. Also ich habe das Gefühl, so ein Clay Pit kann zwei Zieglereien beliefern. Das könnte sein. Ach du Scheiße, das ist ja vollkommen überfordert, dieses Warenhaus. Ups. Hoppla. Du sollst auch nicht alleine auf den drauf gehen. A frigate can take a few hits. Steady her course. Keep her constant. Ship under attack. Coordinates. Ja, jetzt verlierst du natürlich, weil du Idiot den angegriffen hast. Warum braucht eine Nähmaschine Konstruktionsstätte Fenster? Ja, damit die was sehen. Warum können die nicht auf die gleiche Art Fenster bauen wie die davor? Keine Ahnung. Weil's Anno ist. Weil es sonst langweilig wäre. Okay. Ja, der Admiral kommt gleich. Mach keinen Stress jetzt hier, Burschi. Ach nee, Geisterschiff, Alter.
Zum Glück lässt er sich gerade von mir zerstören. Ich habe den ja jetzt quasi von vorne und hinten eingekeilt und der kann halt vorne und hinten nicht schießen, sondern nur an der Seite. Und der schießt nicht. Was würde passieren, wenn ich jetzt komme und das Schiff kaputt schieße, bevor du es kannst? Oder du hast es wahrscheinlich schon kaputt gemacht, oder? Ja, jetzt gerade. Oh. Okay, du gehst jetzt mal wieder zurück und lässt dich reparieren. Stations. Du. Koordinates mal. Zum Proof, die sich das Put gemacht hat, ne? Put. Genau. Warte. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Hä, warum kann ich bei ihr nicht nach einer... Ach so, weil das du bist. Ups. Ich bin auch eine Frau, ne? So. Water may float a boat, but can sink it also. Und du da? Ich würde hier auch was? Gerne eskortieren, aber das... Find Crate. Was ist Crate? Princess Dreams, hä? Oh, by a beautiful flower, Alter. Und jetzt soll ich wissen, auf magische Weise, woher diese blöde Blume kommt. Natürlich, hallo? Ship constructed. Okay, eine Pflanze, die in den Bergen wächst. Berg, ranzoom, Pflanze. Wo bimmst du? Wo bimmst du? Hallo, das ist der fetteste Berg überhaupt. Da muss doch irgendwo so eine blöde Pflanze sein. Ah, da, oder? Hatte ich gerade was? Ja, nein, vielleicht doch nicht. Eventuell. Komm schon. Das ist doch ein Berg, Mensch. Oder ist ein Bär. Oder so auf dem Berg. Ja, das ist ein Bär. Das klingt sehr eindeutig nach Bär. Warum muss sie immer so blöde Kackquests haben, ey? Diese Kack-Quest, die sind voll easy. Ja, aber hast du diese Blume gefunden? Ich hatte noch gar nicht die Blumen-Quest. Ja, das Ding ist auch, wenn du normalerweise, wenn du sagst, bring mich zu dem Objekt, dann zeigt dir die Quest, wo du hin musst. Mhm. Aber in dem Fall ist es wirklich nur, du hast diesen Quest. The Princess Dream. Ja, The Princess Dreams have been haunted by a beautiful flower that only grows in the mountains. She wants to have some for her flower arrangements. But there's somewhat out of her reach. Okay. Heißt, irgendwo, wo sie nicht hinkommt, ist diese Blume. Und wenn sie nicht auf einer von deinen Inseln ist, dann hast du wahrscheinlich ziemlich verkackt. Hm. Now, so. You oughtn't waste people's time. Ja, wenn du mir die Quest nicht gibst, dann meckern nicht rum, wenn ich sie nicht Feuerwehr. Anhöre. Feuerwehr, wo bist du? Palim, Palim, die Feuerwehr. Ja, bei mir ist gerade ein ziemlich dickes Feuer ausgebrochen. Ich frage mich, welcher Idiot hier seine Schnapsflasche über sein Haus gegossen hat, weil
So ein Feuer, das sieht irgendwie nicht natürlich aus. Naja, du darfst halt nicht so viel Schnaps ausgeben. Ich gebe überhaupt nicht viel Schnaps aus, ja? Mein Schnaps geht, by the way, gerade zu Neige. Warum? We careen into the unknown. Make sail. So, warte, du gehst jetzt da runter. Halyard, sheets and braces. Ja, scout das mal da schnell und du gehst jetzt nach. Ready the ropes. Ready the ropes. Make sail. Rody. Ach man. My folks were farmers. Was denn? Stink of manure or meine Expedition ist ein Haufen Idioten. Das Problem ist, meine Expedition, die macht gar nichts. Hide the bottle! It's the boss! So, du bist hier gerade komplett am überfordert sein. Ja, sehe ich richtig. Bauen wir dich mal aus. Welcome flooding in now, I'm sure. I see another biscuit. Hä, wie zur Hölle kann das sein, dass der Rum zur Neige geht? Der geht ständig zur Neige. Das ist echt krass. Ja, aber ich frage mich gerade, wie das sein kann. Ja, okay, ich habe vorhin Häuser ausgebaut, also vielleicht deswegen. Aber trotzdem schwer. Ja, nee, jetzt ist wieder increasing, plus 5. Ja, wahrscheinlich waren dann plötzlich alle unterwegs. Keine Ahnung. Wollten gerade alle Schnaps kaufen und sehr gut, meine Feuerwehr ist toll. Meine Feuerwehr ist toll. Ja. Cool. Warte, so. Jetzt mal ein bisschen Probleme hier. Game save. Blöde Blumenquest, ey. Where did you say you come from? Weißt du, mit Schiffe versenken oder so. Ja, kein Ding. Ich krieg jetzt... Ah, nee. Meine Fregatte ist gerade fertig geworden. Schiffe versenken krieg ich hin. Aber, Blumen, hallo. Aber Blumen finden sich aus wie ein... Keine Ahnung. Vielleicht. Habe ich wirklich nur für Steine. Das ist ja echt komisch. New orders, Admiral. You can rely on us. Steady her course. Aha. Das ist ja neuer. The Emporium Exotique looks forward to your patronage, if you can afford it. Ulala, eine neue Frau. Bitte was? Ich habe gerade unten oder ganz rechts die Bad Salz getroffen. I'm here if you need me. Oh, die bietet Schokolade an. Yum, 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 yum. Ja, irgendwas Tolles muss hier haben. Mhm. Yay. Meine Expedition Stations. Hat sich returned. Pfosten, ey, ganz ehrlich.
ready for assignment. Ah, ja, cool. Da liegt gerade ein Schiff bei mir an und meine Handelsroute quasi, die kann nicht anlegen, weil da ist ja jetzt ein Schiff. Okay. Also, bringt schon was. So. So. Paprika, ne? Ich hoffe, das muss von den Farmern gemacht werden. Ja, sehr gut. Boah, hier muss ich ja jetzt super sparsam sein. Uiuiui. Warte, erstmal. Oh nein, ich hab... Frigate First Class. Puh. Coordinates plotted. Ich hab zu wenig. Ich hab jetzt am Bobbes der Welt habe ich jetzt einen neuen Outpost gemacht, weil der da Paprika hat. Und jetzt habe ich zu wenig Holz mitgenommen. Schnauze. Ja, aber was mir aufgefallen ist, was sehr schön ist, du brauchst meistens nur die erste Zivilisationsstufe auf irgendeiner Insel, wenn du da deine Außenposten machst. Ja, so. Das stimmt. Dementsprechend macht es schon Sinn, deine ganzen Industriegebäude auch auf deiner Hauptinsel zu haben, weil in dem Fall, also wenn du das machst, dann ist es halt auch so. Ja, ja,